Genau. Ja, Motivation natürlich. Raspberry Pi ist eine coole kleine Maschine. Für 35 Euro kriegt man schon einen Quad-Core-Rechner mit 1 GB RAM in der aktuellen Version und SD-Karten. Also Knoppix bootet ja eh schon von Flash. Ah, jetzt kommt auch das OpenOffice. Dann nehmen wir das. Und deswegen habe ich mir gedacht, wie wäre denn das, wenn man generell so ein Knoppix für ARM-Prozessoren macht. Ja? Wenn man sich noch nicht mit der Thematik beschäftigt hat, Rechner mit ARM-Prozessor drauf sind ja inzwischen sehr weit verbreitet. Das sind die meisten Tablets, die Smartphones, einige Smart-TVs haben ARM-Prozessoren, die sparen halt auch viel Strom. Ein Problem dabei ist die andere Hardware-Architektur, also ein normales Knoppix Live-System wird dort nicht sofort starten. Automatische Hardware-Erkennung von Knoppix ist ja auch eins der Kernfeatures, das würde man brauchen. Der Raspberry Pi ist ja nicht erst seit der Power Edition 2 ein sehr beliebter Minicomputer, der für alle möglichen Sachen verwendet werden kann und super wenig Leistung braucht, also mit 2,5 Watt kommt der aus und kann trotzdem das meiste machen, was man mit einem großen Rechner auch machen kann. Also Idee, Knoppix in einer ARM-Architekturversion für alle Smartphones, Smartwatches, Virtual Reality Brillen, Tablets, Miniboards und so weiter. Ja, und wer sich schon mal mit der ARM-Architektur beschäftigt hat, der wird gleich drauf kommen. Ja? Der ist ganz schön arm dran. Ja. Du kannst die Folien von mir auch haben nachher. Ja. Ja, das Problem ist... Da hat er die nicht dabei. Ach so, okay. Ja, das Problem ist, es geht nicht. Also zumindest mal nicht so wie Knoppix auf den normalen PCs, weil die ARM-Architektur unterstützt überhaupt keine Hardware-Erkennung. Also wirklich null. Das ist so, als würde man Hardware irgendwie zusammenlöten und keine Informationen rausgeben, was an welcher Stelle ist. So muss man sich das vorstellen. Man muss also die Hardware schon kennen, um eine Software dafür schreiben zu können, die diese Hardware ansteuert, weil es keinerlei Möglichkeit gibt, wie jetzt zum Beispiel beim PCI-Bus. Da kann ich proben, da kriege ich raus die I/O-Adressen, DMA, wie viel Speicher hat das Gerät, welche Register muss ich ansprechen und kann entsprechende Treiber schreiben. Bei ARM geht das alles nicht. Da muss ich wissen, was wo im System ist, welcher Anschluss, welche Adresse hat und welches Gerät dahinter steckt, damit ich die Treiber so konfigurieren kann, dass sie die Hardware unterstützen. Also Plug-and-Play oder Hardware-Erkennung auf der ARM-Architektur geht halt leider nicht. Also das ist etwas, womit ich leben muss. Jedes ARM-Board ist unterschiedlich. CyanogenMod, was es ja für sehr viele Smartphones gibt, da gibt es tatsächlich auch für jedes Smartphone ein eigenes CyanogenMod. Das, was auf dem einen Smartphone läuft, läuft mit fast 100%iger Sicherheit nicht auf einem zweiten Smartphone. Außer wenn jetzt zufällig die gleiche Hardware drinsteckt und die auch noch an den gleichen Adressen verkabelt ist, was aber sehr selten der Fall ist. Das heißt, für jede Hardware brauche ich einen eigenen Kernel und die entsprechenden Kernel-Module müssen kompiliert werden. Und das wäre, wenn man jetzt alle ARM-Architekturen unterstützen möchte, gigantisch viel Aufwand, den eine Einzelperson auf keinen Fall hinbekommt, auch mit viel Hilfe nicht. Ja. Damit wäre der Vortrag fast schon vorbei gewesen, aber ganz so deprimierend ist es auch nicht. Wenn man jetzt sagt, Knoppix auf dem Raspberry Pi und legt sich dann auf eine Raspberry Pi-Version fest, zum Beispiel auf die Version Raspberry Pi 2, dann geht es halt doch, weil dort sind die Hardware-Adressen, die Hardware, die drinsteckt, bekannt. Und was ich über USB anschließe, da kann ich Hardware-Erkennung machen, weil der USB-Bus, der gibt es her. Ja, also sämtliche USB-Geräte, die an normalen PCs funktionieren, sollten am Raspberry Pi dann eben auch gehen. Beschränkt man sich also auf ein bestimmtes Board oder auf eine Klasse von kompatiblen Boards und CPUs, die mit dem gleichen Kernel laufen, dann bleibt die Basiskonfiguration überall gleich und eine Hardware-Erkennung kann dann auf der Ebene USB und der Onboard-Chipsätze, sofern sie bekannte Adressen haben, stattfinden. Es gibt für den Kernel, für ARM-Architekturen ein anderes Verfahren, wo man sagen kann, ich nehme zwar den gleichen Kernel für verschiedene Boards, aber ich kann für jedes Board dann festlegen, welche Hardware ist an welcher Adresse. Das sind die sogenannten Device-Trees. Ich zeige sowas mal für die Techniker unter uns. Microknoppix.kernel
Dort haben wir den Linux 4.2.0. Dort haben wir dann ART für Architektur, ARM. So, und dann geht es schon an die komplizierten Sachen, nämlich die Device Trees. Ja, da gibt es viele. Nämlich 1096 verschiedene Konfigurationen für verschiedene Boards. Raspi müsste dabei eigentlich auch sein. Nee, dann heißt es nur anders. Wie auch immer, nehmen wir mal einfach so eine raus. Marsboard, Arduino, ne, kommen wir mal hier rein. Ja, so sieht das dann aus. Also das ist der Quelltext davon und in diesem Quelltext steht eigentlich nichts anderes drin, als welcher Treiber, der im Kernel drin sein muss, für welche IO-Adresse an welcher Stelle zuständig ist. Dort werden also die Adressen für die Hardware in einer separaten Datei mitgeliefert und so kann ich tatsächlich mit dem gleichen Kernel, in dem ich alle Treiber drin habe und einer DTS-Datei, die dann gerätespezifisch ist, könnte ich verschiedene Hardware-Strukturen unterstützen. Trotzdem muss ich natürlich für jedes Board die richtige DTS mitliefern und auf den Datenträger drauf tun und eine automatische Auswahl ist halt nicht möglich. Ich muss das vorher sagen, welcher Device-Tree jetzt für den nächsten Boot verwendet werden muss, sonst bleibt der Bildschirm einfach schwarz. Da kommt auch keine Fehlermeldung, da blinkt auch nichts, dann scheint es einfach kaputt zu sein, weil keinerlei Verbindung mit der Hardware vom Kernel aus möglich ist. Ja, also so eine Device-Tree-Table muss man dann für jedes Board erstellen. Da stehen auch die Spannungen drin für einen Ausgänge und so weiter. Also es ist relativ kompliziert, zumindest wenn man das erste Mal macht. So, aber was kann man machen? Ja, man kann für bestehende Distributionen, zum Beispiel für das Raspberry Pi 2, ein paar Optimierungen machen, zum Beispiel auf besonders schnelles Booten oder ressourcenschonendes Arbeiten, sodass man auch mit langsamer Hardware einigermaßen flott arbeiten kann. Ja, und da schauen wir uns mal die Raspberry Pi Modelle an. Das war eins der ersten, eigentlich das zweite. 512 MB RAM, ein ARM V6 Prozessor, Video Core 4 GPU, zwei USB-Anschlüsse, ein HDMI-Ausgang, Video und Audio. Dann gab es diesen Composite-Video-Ausgang, diesen gelben hier, der ist mittlerweile in den Audio-Ausgang integriert worden mit dem gleichen Stecker Audio und Composite-Video. Ja, also das ist das alte Modell, mit dem kann man zum Beispiel einen Squid-Proxy machen, der einigermaßen gut performt. B und B Plus, ja, beim B Plus hat man dann den Composite-Ausgang hier mit reingemacht. Das ist auch etwas spannungsstabiler gegen verschiedene Stromversorgungen. Man kann hier über die USB-Schnittstelle mit Strom versorgen, über den Power-Connector oder über GPIO-Pins. Und bei dem war es noch so, wenn ich dort Tastatur abgezogen habe, konnte es sein, dass er plötzlich ein Reset gemacht hat. Bei dem passiert das nicht mehr. Da haben sie an dem Stromlaufplan einiges geändert. Ja, jeder Version verbraucht auch häufig weniger Strom und hat gleichzeitig etwas mehr Leistung. Und das ist halt im Moment das Flagship, was die Raspberry Pis angeht. 1 GB RAM, 4 Cortex A7 Prozessorenkerne. 2x USB 2.0, nee, 4x USB 2.0, also zwei Ports mit jeweils zwei Ausgängen und Composite Video und Audio ist immer noch in dem einen Stecker mit drin, ein Micro SD-Karten-Slot, Ethernet mit 100 Mbit und 21 GPIO-Pins, über die man zum Beispiel ein TFT-Display ansteuern kann oder Platinen, die dann irgendwelche Steuerungsaufgaben übernehmen. Gut. Und das wäre jetzt für mich das Modell, auf dem aufbauend ich für ein einziges Board einmal eine Knoppix mache. Also zur CeBIT 2016 muss es fertig sein, da läuft ein Wettbewerb. Gut, was gibt es für dieses Board? Also für das Raspberry Pi 2 schon alles. Da gibt es einmal das Installations-Frontend Noobs. Eins zurück. Das lädt andere Installations-Images runter und installiert die auf SD-Karte. Dann gibt es das Raspbian, gute Basis für alles, werde ich dann auch nehmen für die Knoppix, so wie ich das mit der Intel-Version auch schon gemacht habe. OpenELEC ist Multimedia mit XBMC, mittlerweile heißt XBMC Kodi.
RAS-BMC gibt es auch, ist im Prinzip dasselbe, nur anders aufgebaut. Und für das Raspberry Pi 2 hat Canonical dann tatsächlich ein eigenes Ubuntu rausgegeben. Da gibt es das Snappy Core, das auf so einer Art Plugin-System, ähnlich wie bei Apps, bei Handys basiert, was aber eher so ein bisschen wie Stückwerk aussieht. Die Community-supportete Mate-Version oder Mate-Version ab Modell 2. Damit kann man dann aber schon richtig gut arbeiten. Da ist dann auch Produktivitätssoftware dabei und es gibt ein eigenes Repository, womit man Programme nachinstallieren kann. Ja, auch die Erstinstallation mit Konfiguration von Netzwerk und so weiter läuft sehr flüssig durch. Könnte man auch als Basis verwenden, aber ich würde, wie gesagt, eher so an die Wurzel der Linux-Distributionen gehen und aufbauend auf Raspbian ein eigenes System bauen. Ja, Vorteil, es basiert auf Debian. GNU Linux hat die größte nicht an eine Firma gebundene Distribution und für das Knoppix auf Intel und AMD ist es eben auch schon die Basis. Leicht erweiterbar und ja, außer der Architekturanpassung gibt es wenig Embedded-spezifische Anpassungen bei Raspbian. Wenn man das startet, dann hat man das Gefühl, es startet ein normales Debian für Standard-PCs. Und das ist dann halt schon arg langsam. Da starten dann die einzelnen Skripte nacheinander. Ja, wenn man Glück oder Pech hat, dann auch mit Systemd. Und irgendwann kommt dann ein Text-Login, von dem aus man sich dann in die grafische Oberfläche begeben kann. Ja, standardmäßig ist bei Debian auch viele Firmware für verschiedene USB-Geräte nicht installiert, sodass viele Bluetooth-Adapter nicht gehen. Das sind dann Dinge, die für die Knoppix noch nachträglich zu installieren werden. Ja, grundsätzliches Vorgehen bei so einem Betriebssystem auf SD-Karte installieren, also das Image mit DD auf eine SD-Karte inklusive Partitionierung übernehmen, dann Resizing auf die richtige Größe, neue Pakete installieren und dann die Knoppix-spezifischen Optimierungen durchführen und das Bootsystem anpassen. Gut, das Booten läuft beim Raspberry Pi auch etwas anders. Man hat nicht diese Boot-Konsole, die man von Intel oder AMD her kennt, weil Tastatur angeschlossen bedingt, dass erstmal ein USB-Treiber laufen müsste, was beim Bootloader ja noch nicht der Fall ist. Das heißt, wenn das Gerät, bevor das Gerät den Kernel gestartet hat, kann man einfach gar nichts machen. Man kann nichts tippen, man kann nicht mal resetten, es geht einfach gar nichts. Alle Boot-Parameter müssen also in einer Config-Datei stehen, config.txt heißen die und werden dann als Kernel-Parameter für das System übernommen. Hat auch einen Vorteil, es gibt nicht diese Cheat-Codes, die man eingeben muss, wenn irgendwelche Hardware nicht geht, weil das Ding läuft sowieso nur auf einer Hardware. Ja, also wenn man das einmal gemacht hat, läuft das auf den Raspberry Pi 2 Boards. Hier könnte man zum Beispiel die HDMI-Auflösung auf 800x600 fest einstellen und damit läuft das dann auch auf mit Displays mit etwas schwächerer Auflösung. Ja, Zugang zum Raspberry Pi gibt es einmal die Möglichkeit, es über HDMI-Kabel anzuschließen. Das ist eigentlich auch die performanteste Variante. Ich guck mal, ob ich alles da habe, was ich brauche, um es zu betreiben. Ein HDMI-Adapter. Strom kommt entweder aus der Steckdose oder da steht Dose. Halt. Genau, man kann auch einen Handy-Akku verwenden, wenn man mobil sein möchte. So. Na, da kann ich eigentlich auch das so nehmen. Was da jetzt genau drauf ist, weiß ich gar nicht mal. Ich gucke mal nach, was man da sehen kann. Da könnte Mate draufstehen, ich weiß es aber nicht genau. Naja, werden wir sehen beim Hochfahren.
Einmal HDMI, einmal Strom. So, leuchtet. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Eine Fracture, Serial Maus, Preliminary Keymap, Loading Kernel Module. Ja, also die vier Himbeeren sagt, dass er alle vier CPU-Kerne gefunden hat. Das ist schon mal gut. Gut, das ist der Mate Desktop, würde ich, oder ist es? Keine Maus, genau. So. Interaktion. Also mit der einen Himbeere ist es wohl doch der Debian Desktop. Das Problem ist, ich glaube, ich habe dem Gerald die SD-Karte mit dem Raspbian gegeben und mit dem Mate gegeben und die ist jetzt überschrieben. Macht aber nichts. Wir haben noch mehr davon. So. Gut, ja, nee, das ist Raspbian. Also die eine Möglichkeit, Tastatur und Maus anschließen, um mit dem Gerät zu arbeiten. Die andere Variante ist etwas professioneller, nämlich über ein serielles Kabel. Dazu kann man eigentlich alles abziehen und stattdessen ein vieradriges Kabel reinsetzen. Oh, warum kriege ich das nicht auf? So. Na, den hatte ich noch in der Hand. Bitte? Ach so, das geht natürlich auch, ja. Ist er am HDMI? Okay. Stimmt, der Stecker. Ja. Naja, ich muss es aber hier vorne haben, weil ich das serielle Kabel verwenden wollte. Verlängerung. Doch, könnte gehen. Sehr abenteuerlich. So, passt schon. Ja. Braucht noch ein bisschen. Wunderbar. Gut, und mit diesem vieradrigen Kabel, was man für ca. 5 Euro bis zu 10 Euro auf Amazon kriegt, hat man die Möglichkeit, über eine serielle Konsole auf dem Gerät zu arbeiten. Das hängt jetzt etwas in der Luft. Schwarz, weiß, grün. Das nennt man einen fliegenden Aufbau. So, also Tastatur, Maus
oder übers Internet Login per SSH oder die Variante, die immer geht, andocken über eine serielle Konsole. Viele Fenster offen. Im Moment hält es so. Lass mal schweben. So. Screen. Ja, das eine ist das Device. TTY USB 0 ist der serielle Adapter und das zweite ist die Geschwindigkeit. 115.200 Baud. Ja, und da habe ich ein Login und kann mich auf dem Gerät als Pi mit dem Standardpasswort Raspberry einloggen und kann das jetzt konfigurieren und weiter drauf arbeiten. Ja, das Schöne ist, das geht immer, selbst wenn man es geschafft hat, mit den Experimenten die Grafik total zu ruinieren, sodass nichts mehr geht. OpenOffice ist leider nicht drauf. Ja, Debian springt den Browser Dillo mit. Und wenn ich möchte, dass der auf der Grafikoberfläche erscheint, Display gleich Doppelpunkt 0. Ja, dann müsste hier, ja genau, da ist er gerade aufgegangen. Ja, also das geht. Zum Experimentieren, serielle Schnittstelle. Von dort aus kann man dann versuchen, eine Knoppifizierung vorzunehmen und das System Knoppix ähnlicher zu machen. Das, was ich gerade geschaltet habe, ist diese Anordnung hier mit den drei Kabeln, schwarz, weiß und grün, beginnend an Pin 3. Damit hat man dann einen seriellen Adapter zu dem Raspberry Pi geschaffen. Das geht für sämtliche Raspberry Pi Boards. Man könnte theoretisch auch noch Strom anschließen, das rote Kabel, da muss man aber aufpassen, wenn gleichzeitig eine andere Stromversorgung angeschlossen ist, dann kann es einen Kurzschluss geben, das kann bis zur Zerstörung des Ports führen. Oder wenn die Spannung nicht genau stimmt oder über USB nicht genügend Spannung geliefert wird, dann kann es auch sein, dass es nicht funktioniert. Theoretisch kann man jedenfalls mit dem gleichen Kabel sowohl das Board mit Strom versorgen, als auch ein serielles Terminal öffnen. Gut, die serielle Konsole ist in diesem Eintrag in der etc init-Tab drin und sorgt dafür, dass ich eben über ein Terminal-Programm oder über das Programm Screen Zugriff habe auf die serielle Schnittstelle. Okay, kommen wir zu den Knoppix-spezifischen Sachen. Ja, bei Raspbian gibt es eine menügeführte Konfiguration mit sudo raspi-config. Damit kann man erstmal die Grundeinstellungen erledigen. Die Kommandos zum Software-Update und zum Software-Installieren sind genau dieselben wie bei dem Debian für AMD und Intel. Insofern habe ich es auf der Seite einfacher. Ich kann genau das Gleiche machen, was ich für die andere Knoppix ebenfalls tue und muss halt die entsprechenden Software-Pakete für ARM-Architektur aus den Debian-Repositories nehmen. Ja, Hardware-Erkennung fällt leider aus, aber neben dieser Sache mit der Hardware-Erkennung sind alle für den Startvorgang notwendigen Komponenten bei Knoppix im statischen Teil des Kernels. Dadurch bootet es schneller, weil er nicht die Module nachladen und mit der Hardware verknüpfen muss, sondern die sind im Kernel bereits drin und sprechen sofort an. Also da kann man noch etwas an der Bootgeschwindigkeit optimieren. Die Mini-RAM-Disk zum Finden des Bootmediums fällt auch weg. Bei Knoppix brauche ich die ja, um rauszufinden, boot ich von CD, von Laufwerk, von Festplatte oder sonst was. Geht alles nicht beim Raspberry. Beim Raspberry kann man nur von der SD-Karte booten, also kann ich direkt sagen, DevSDR, ne, und bin auf der SD-Karte, kann also direkt mounten und bin drin. Das heißt, dieser Teil kann komplett entfallen. Die RAM-Kompression wäre wichtig, auch bei älteren Modellen, dass, wenn der Speicher ausgeht, er anfängt im RAM Programme zu komprimieren. Das geht mit dem Z3-Modul, was Debian dummerweise für die neueren Raspberry Pi-Versionen entfernt hat. Das heißt, da muss ich den Kernel sowieso nochmal kompilieren und Z3 wieder einschalten. File-System-Tuning wäre noch wichtig, vor allem wegen den langsamen Schreibvorgängen auf dem Flash, die auch das Lesen blockieren, wobei hier die Art der SD-Karte und der Hersteller möglicherweise eine größere Rolle spielen,
als softwareseitige Tunings. Ja, trotzdem kann man mit einem großen Cache arbeiten, um eher größere Blöcke zu schreiben. Ja, und was mir besonders wichtig wäre, da muss ich nämlich gegen jemanden gewinnen, der mit Systemd booten will und Gentoo verwendet, ist das schnelle Bootsystem, also umgehen des Standard-Boot-Vorgangs. Bei Debian kann man ja wirklich zugucken und eine Minute warten, bis das System hochgefahren ist. Und mein Ziel liegt so bei zwischen 15 und 5 Sekunden vom Anschließen des Stroms bis zum fertigen Desktop. Und das schaffe ich eben nur, wenn ich das Bootsystem komplett unter Kontrolle habe. Ja, die RAM-Kompression bei den kleinen Raspberries mit 512 MB RAM kann man auch mit LibreOffice und Firefox arbeiten. Mit Swap sieht es schlecht aus, es ist auf Flash viel zu langsam und die Lösung ist dieses kleine Skript hier. Voraussetzung ist, wie gesagt, dass das ZRAM-Modul im Kernel ist. Damit kann ich den Speicher quasi verdreifachen. Ja, ich sage ihm also hier, du hast in Wirklichkeit 400 MB Hauptspeicher mehr, als physikalisch zur Verfügung stehen. Und falls kein echtes RAM mehr da ist, dann kann er in diese komprimierte RAM-Disk rein swappen. Es wird nichts geschrieben, ja, landet also alles im RAM, aber durch diese Kompression kann er dann mehr RAM für andere Zwecke wieder freigeben. Somit habe ich quasi auch auf den 512 MB Modellen fast 1 GB Hauptspeicher und auf dem 1 GB Hauptspeicher Modell habe ich entsprechend fast 2 GB zur Verfügung. Ja, wenn man so in Foren liest, welches Dateisystem sollte man verwenden, um auf Flash zu schreiben, dann kommt ständig sowas mit UBFS oder Fast-File-System, die dann Rare-Leveling machen, also die gleichen Blöcke nicht so oft schreiben. Das ist alles völlig kontraproduktiv, wenn man sich anguckt, dass diese SD-Karten schon einen Controller enthalten, der es hardware-seitig macht. Und doppeltes Rare-Leveling macht es eher schlimmer, dadurch wird quasi doppelt geschrieben, also der Controller versucht zu optimieren, die Software versucht nochmal zu optimieren, es wird doppelt so viel geschrieben, es wird langsamer, also eigentlich kann man einfach Riser-FS oder X4 nehmen, um das gesamte Rare-Leveling und effiziente Ausnutzung kümmert sich das der Hardware-Controller auf der SD-Karte. Ja, doppeltes Rare-Leveling und manuelles Defekt-Block-Management führt eher zu höherer Schreibbelastung und mehr Fehlern, deswegen wäre meine Empfehlung oder mein Favorit wieder Riser-FS zu verwenden mit einem möglichst kleinen Journal, denn das Journal ist auch immer beim Schreiben etwas Overhead. Ja. X4 oder Riser-FS mit B3 Plus sind besonders schnell bei der Binärsuche kleiner Dateien. Problem ist auch, das Schreiben auf SD-Karte ist extrem langsam. Das Lesen geht flott, das Seeken, also Auffinden von Daten, das geht auch schnell, aber das Schreiben blockiert auch teilweise Lesevorgänge. Es führt dazu, dass man diesen Effekt hat, das System friert für ein paar Sekunden ein und meldet sich dann wieder. Da gibt es verschiedene Sachen, die man tunen kann. Vorzugsweise SD-Karten verwenden, die eine hohe Schreibgeschwindigkeit besitzen. Die Lesegeschwindigkeit ist in dem Falle relativ egal, um diese Blockaden zu umgehen. Auf der anderen Seite, da immer segmentweise geschrieben wird, ist der Worst Case, dass er für jedes geänderte Byte einen Schreibvorgang starten muss. Stattdessen könnte man eine bestimmte Zeit warten, zum Beispiel 5 Sekunden und die Schreibvorgänge, die dann in den 5 Sekunden aufgelaufen sind, am Stück schreiben. Jetzt ist 5 Sekunden auch keine besonders lange Zeit. Es kann passieren, dass man eine größere Datei kopiert, startet OpenOffice und liest oder schreibt eine Bilddatei. Wenn die in 5 Sekunden nicht geschrieben wurde, dann kommt schon wieder der nächste Sync, der versucht wieder zu schreiben und dann schaukelt sich das hoch und man hat wieder eine länger dauernde Blockade. Das heißt, eigentlich ist es besser, das Intervall zum Schreiben möglichst groß zu haben oder, zweiter Lösungsansatz, generell weniger schreiben. Das, was Debian normalerweise mit dem Logging macht, in Dateien in var reinzuschreiben, ständig alle paar Sekunden, stattdessen in die RAM-Disk zu schreiben oder auf das Schreiben komplett zu verzichten und auf eine der Textkonsolen die Logging-Ausgaben zu machen. Falls man sie braucht, kann man da kurz drauf gucken und wenn man sie nicht braucht, wird nichts permanent gespeichert. Ja, zweiter Lösungsansatz, die Anzahl der kleinen Schreibvorgänge zu reduzieren, um die Latenzen zu eliminieren. Dazu muss der I/O-Scheduler mit etwas größeren
Zeitabständen getuned werden. Das macht man zum Beispiel so. Echo 30.000 nach Proxys VM Dirty Writeback Centisex. Das heißt, nur alle 5 Minuten finden physikalische Schreibvorgänge überhaupt statt. Man könnte da auch 0 reinschreiben, dann wird es überhaupt nicht forciert. Da besteht natürlich die Gefahr, wenn man den Raspi einen Tag lang betrieben hat, alles landet erstmal in der RAM-Disk und man schaltet dann aus oder der Strom fällt aus, dann ist alles weg. Ja. Wenn man richtig runterfährt, dann erst wird gesynkt. Ja, das wäre die performanteste Variante. Die 30 Sekunden, die scheinen mir einigermaßen sinnvoll zu sein. Vielleicht auch die 5 Minuten hier oder eine Stunde als Intervall. Ja, jedenfalls das forcierte Schreiben, dass er in einem bestimmten Intervall Schreibvorgänge auslösen muss, das macht das System eher langsamer und das wäre dann zu vermeiden. Ja, das Bootsystem, im Moment führt Debian für jeden installierten Dienst ein Skript beim Start aus. Auch dann, wenn diese Dienste deaktiviert sind, wird trotzdem ein Skript ausgeführt. Das umgeht Knoppix, indem es aus der etc-init-Tab alles rausnimmt, was drinsteht und nur die Dinge, die ich wirklich haben will, wieder reinschreibt. Ja, wenn man es mal durchrechnet, bis zum Erreichen des interaktiven Desktops werden bei Debian bis zu 1000 Programme gestartet und die meisten beenden sich einfach wieder, ohne dass sie irgendwas Sinnvolles getan haben. Ja, Knoppix-Ansatz ist, das Debian-Boot-System zu umgehen. Das heißt, in der etc-init-Tab, wo diese einzelnen RAN-Level drinstehen, da wird alles auskommentiert. Stattdessen gibt es beim Hochfahren des Rechners ein einziges Autokonfigurationsskript, was sehr klein sein kann, denn wie gesagt, Hardware-Erkennung brauchen wir ja nicht. Und 2 Skripte zum Runterfahren und zum Neustart, sowie 1 Skript, wenn alles fertig ist, um die grafische Oberfläche zu starten. Ja, bei etc-init.de-knoppix-autoconfig wird UDEF gestartet für die USB-Bus-Hardware-Erkennung. Der D-Bus, den die einzelnen Dienste brauchen, um miteinander zu kommunizieren. Der Network Manager, ob wir auf dem Raspberry Pi jetzt einen CUPS-Server brauchen oder nicht, bin ich noch am Überlegen. Für den Wettbewerb werde ich es wahrscheinlich eher nicht machen. Der ist schon relativ groß, wenn der startet. Könnte aber auch asynchron sein. Also wenn der Desktop schon da ist und man interaktiv arbeiten kann, dass man dann noch den CUPS hinterher startet. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, um den Grafikserver zu starten, dient dieser Einzeiler hier, der wechselt die User-ID zu Knoppix und startet dann den X-Server auf der Konsole 5 mit No Reset und No Listen TCP, also erlaubt keine Verbindung von außen, um lokal zu laufen und so recht sicher zu sein. Er resettet sich auch nicht, wenn alle Programme beendet werden, spart auch etwas Zeit für die Reinitialisierung, wenn jetzt ein Programm irgendwelche Settings macht, beendet sich, dann würde normalerweise der X-Server wieder ein Reset machen. Das macht er hier nicht mit der Option No Reset. Gut, also der Benutzer Knoppix wird hier auf der Konsole 5 grafisch eingeloggt und erhält eine LXDE-Session. Ja, also was wäre jetzt für mich zu tun, dass das Ganze auch wirklich funktioniert? Ein Raspi-Kernel für Modell 2 mit der ZREM-Option bauen, die brauchen wir auf jeden Fall. Und mit allen für den Start des Systems notwendigen Modulen im statischen Kernel-Teil integrieren. Dadurch habe ich schon mal einen erheblichen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber Debian mit den Modulen, weil diese ganzen Module nicht geladen werden müssen. Die sind im Kernel bereits drin, wenn der Rechner eingeschaltet wird. Ja, Reduktion aller Systemdienste auf das notwendige Maß, so ähnlich wie bei Knoppix für Intel oder AMD. Das Basissystem könnte man noch komprimieren, das reduziert die Lesezugriffe auf ein Drittel, ja, würde also auch schneller von Flash starten und eine zeitversetzte Parallelisierung, dass man zuerst in den grafischen Desktop reingeht und danach erst Dienste wie Netzwerk oder CUPS starten kann. Was ich mir wünschen würde, wäre noch Compiz, aber nach wie vor gibt es keinen 3D-Treiber, der einigermaßen flott funktioniert. Obwohl das Chipset eigentlich von der Hardware her hergeben würde, also für den Kompositor müsste da noch einiges passieren. Ja, also Compiz steht auf meiner To-Do-Liste, aber das ist für das Gewinnen des Wettbewerbs jetzt, sage ich mal, nicht ausschlaggebend, dass es mit Compiz läuft. Also realistisches Ziel vom Einschalten bis zum Desktop sollten 15 Sekunden maximal vergehen.
Ja, und der Wettbewerb findet dann im Open Source Forum auf der CeBIT 2016 statt, quasi auf Raspberry Pi, Knoppix gegen Gentoo mit Systemd. Gut, ja, das war es jetzt auch schon. Also zeigen kann ich es noch nicht. Einige Optimierungen haben wir auf den letzten Knoppix-Tagen auch schon mal gesehen. Das mit dem Z-Rem war bei dem Modell B eine ganz entscheidende Option. Und die fertige Version wird es höchstwahrscheinlich dann, ja, muss es zur CeBIT 2016 gehen. Ich kann mich ja nicht blamieren und daran scheitern. Und dann können wir es auf den Knoppix-Tagen 2016 auch live begutachten. Ja, gibt es dazu Fragen? Ja? Gibt es nicht diesen 3D-Beschleuniger, damit diesen Spezialchip? Gibt es da jetzt schon so Open Source-Treiber? Es gibt für das Spiel Doom einen Open Source-Treiber, der aber nur für dieses Spiel funktioniert. Der macht also eine DRM-Schnittstelle. Das Spiel läuft quasi nativ auf der Grafikkarte. Aber das betrifft nicht den Desktop drumherum. Wenn ich den Desktop beschleunigen möchte, das Scrollen im Firefox und so, dann reicht mir der Treiber nicht, sondern dann muss ich über Xorg gehen und Xorg sagen, es muss dann bestimmte Grafikbereiche mit Hilfe der Grafikkarte verschieben. Und das gibt es halt noch nicht. Ja. Das ist noch ein Manko, das fehlt. Aber der Weg dahin ist nicht mehr so weit, habe ich mir sagen lassen. Also ich hoffe, dass es vor der CeBIT noch geben wird. Ja. Turbo Frame Buffer ist im Prinzip für die Frame Buffer Optionen ein schnelles Laden von Grafiken in den Frame Buffer Speicher. Ist auch nichts anderes als beschleunigter Frame Buffer auf dem Cirrus Chipset, was unter KVM simuliert wird, oder auf Intel Chipsets, dass er halt bestimmte OpenGL Funktionen auf dem Frame Buffer zur Verfügung stellt. Reicht für Compiz leider auch nicht. Für Compiz brauche ich die Transparenz und die gibt es halt im Moment noch nicht. Den Kompositor. Für Videos reicht's. Also für Video abspielen ist wunderbar. Ich kann H264 Videos auf dem Framebuffer abspielen, in Originalgeschwindigkeit, in Full HD. Ja, aber das hat kein 3D-Rendering drin. Also als Multimedia-Gerät ist er absolut tauglich. Auch das Hardware-Dekodieren von Videos wird ja unterstützt vom Chipset. Das ist halt nur für Compiz nicht genug. Ja, Compiz ist aufwendiger, als man denkt. Heißt das dann, dass man da auch zukünftig andere Ports, Banana Pi, Unimex-Ports oder sonst irgendwas vielleicht auch kriegt? Oder irgendwie? Ja, aber ich kann halt nicht für alle diese Ports und Knoppix entwickeln, weil dann hätte ich nichts anderes mehr zu tun. Und aber grundsätzlich geht das. Ja? Also das Verfahren, die 3-4 Optimierungen, die ich da vorgestellt habe, die sind relativ bordunabhängig. Man kann also ein Debian für das Board nehmen und mit einem, nennen wir es Knoppigurator, entsprechend umstellen, dass sie schneller booten und die Sachen, die man nicht braucht, weglassen. Ja. Kennst du die Olimex-Boards auch? Wie heißen die? Olimex. Olimex sagt mir nichts. Das ist ein rumänischer Hersteller, der die Raspberry Pi eigentlich quasi, also ein Raspberry Pi-artiges Ding. Ein Raspberry Pi-Klon. Anderen Prozessor drauf, glaube ich, oder so. Das müssen wir uns ja anschauen. Ja. Auf den Boards mit Intel oder AMD-Architektur, da lässt sich Knoppix auch booten, ne, wenn Atomprozessor drauf ist. Aber die sind dann halt auch teurer und brauchen mehr Strom. Ja, und für mich ist halt das Raspberry Pi wegen so Bastlergeschichten besonders interessant und weil man es eben für 35 Euro auch in der Schule einsetzen kann. Die Unimex kosten dasselbe. Also es ist nicht teurer, kostet genauso viel. Angeblich stabiler. Noch stabiler. Mhm. Was für ein Grafikchip ist drauf? Bitte? Was für ein Grafikchip ist auf denen drauf? Olimex, sucht nach Olimex. www.olimex.com. Vor allem die machen dann sogar, also die haben wirklich Open Hardware. Olimex. Olimex, na wohl. Das sieht aber nicht nach Raspberry Pi. Nein, der nicht. Aber die tue ein bisschen runter auf der linken Seite, muss dann nicht her welche.
Home of Products. Oh, Linux Xeno. Ah ja. Also ich kenne da ein paar Leute, die den Olimec sehr schätzen, weil er sehr stabil ist. Das sieht vor allem sehr klein aus. Nur ist nicht anders. Aber das ist nur eine, das ist eine Erweiterungsplatine, sehe ich gerade. Ein Gyroskop. Nein, aber ich so groß wie der Raspberry. Der da. Ja, und Grafikkarte. SATA ist schon mal ein großer Vorteil gegenüber Raspberry Pi. Und das Netzwerk ist auch nicht über USB, sondern anscheinend direkt oder so. Da gibt es auch irgendwie technische, wesentliche Verbesserung. Für Mali 400 GPU. Ja, im ersten Absatz von Twitter. Das sagt mir jetzt auch nichts. Mal die 400 GPU. Nvidia kann das sein. Driver. Work in progress and not yet ready. Also wie beim Raspi. Wobei der Raspi ist soweit ready, dass man damit arbeiten kann, aber er hat halt nicht die Composite Extension. Na gut, aber ich denke, da wird es in Zukunft viele ähnliche Boards geben und natürlich kann man für jedes so ein Knoppix-ähnliches Derivat stricken. Also vielleicht wäre so ein Skript, was die wichtigsten Optimierungen macht, gar nicht mal schlecht, dass man dann einfach auf dem Debian, auf dem jeweiligen Gerät starten kann. So kann man immer von Debian ausgehen. Das ist dann die Hausübung fürs nächste Mal, wie wir was machen. Das ist ein Workshop, ja, das wäre nicht schlecht. Jeder bringt ein Armboard mit und wir versuchen dafür eine Knoppix-Optimierung durchzuführen. Ja. Gut, ja, dann wäre ich am Ende meines sehr kurzen Vortrags über Knoppix auf dem Raspberry Pi und falls ihr noch Ideen habt, wie man die Entwicklung beschleunigen könnte oder was unbedingt mit dabei sein muss. Ja, wir machen ja immer so eine Software-Sammlung, was auf dem Raspberry Pi unbedingt für Software installiert werden muss. Ja, Mathematik-Software, Open Office, Maxima, ja klar, und LaTeX. LaTeX, ich habe LaTeX schon laufen gehabt auf dem Raspberry Pi. Für die Hardware-Entwicklung wäre dann dort unter Umständen einiges interessant. Stimmt, ein nativer C-Compiler. Ja. OpenSCAD. Ja, und die Möglichkeit, dass man sagt, für die Hardware-Entwicklung die Distribution oder die und das nur mit einem Skript anwirft. Ja, ja stimmt. Skripte so, zum Nachinstallieren von bestimmten Komponenten, das wäre auch nicht schlecht. Scheint mir eigentlich so, das ist eine Grundinstallation und ich brauche das für die Lehre, ich brauche es für Elektronik, ich brauche es für... Ja. Also mein Hauptfokus ist natürlich auf dem Schnellbooten, ne? Das Einschalten und Desktop da, das ist die Beste, genau. Ja. Okay.